Hier wird der Baum gefällt. Der Martin hat auch schon hier die Ideallinien angezeichnet. Hier ist die Mitte des Blockes und er versucht jetzt genau diesen Block herauszuschlagen. Ist übrigens Pappelholz hier. Pappelholz nehmen wir deswegen, weil es ein Weichholz ist und eben, weil es kein Nutzholz ist. Und der Martin zeigt uns das jetzt mal. Er nimmt natürlich keine normale Axt. Vielleicht kennen Sie, ich erzähle immer ein bisschen viel, aber dann hier wissen Sie auch nachher Bescheid. Normalerweise kennen Sie es vielleicht von früher, da muss man das Holz spalten, da schlägt man hier oben rein, dann hat man so eine ballige Axt, weil das Holz soll ja gespalten werden. Und wir schneiden hier aber quer zu Faser, deswegen hat der Martin hier so eine Wettkampfaxt. Was ist das genau für eine Axt? Wir haben eine ganz spezielle Axt, ist ungefähr 3 Kilo schwer, hat vorne 14 Grad, der Axtstiel ist aus Hickoryholz, kostet rund 400 Euro. Also wirklich schon eine wirklich spezielle Axt, also zu Hause zum Holzmachen nicht geeignet, weil erstens zu schwer und zweitens viel zu teuer. So eine Rasierklinge zum Beispiel, mit der er sich vielleicht heute Morgen rasiert hat, hat 12 Grad und die Axt hat also wirklich 14 bis 15 Grad, also wirklich rasierklingenscharf. So, jetzt noch eine Sache, Sie müssen ein bisschen mithelfen. Sie können natürlich jetzt nicht auf die Bühne kommen und dem Martin helfen, sondern Sie müssen dem Martin anfeuern. Sie geben ihm das Startkommando. Wir üben das einmal, ich zähle runter, 3, 2, 1 und Sie schreien ganz laut Go. Bis in die hinterste Ecke möchte ich Sie schreien hören. Wenn Sie nicht schreien, kommt der Dirk ins Publikum mit einer Axt. Also schreien Sie besser mit. Wir haben ja die Genehmigung von Pöhler und von der Firma Escher, richtig Krach zu machen. Wir üben einmal und denken Sie daran, hier steht der Vize-Weltmeister. Ja? Halten Sie sich nicht zurück. 3, 2, 1, go! Gut, Martin? Sehr gut, der freut sich. Okay, damit können wir arbeiten. Geben Sie also richtig Gas. Martin, du bist soweit? 3, 2, 1, go! Martin steht natürlich nicht willkürlich aufs Holz, sondern das ist die Vorhittechnik, können Sie jetzt ganz gut sehen. Zwei Schläge unten und dann zwei Schläge oben, Holz anschneiden und dann fliegt das Holz auch schon raus. Und jetzt sollte der Block auch schon umkippen. Jawohl!